Depression, intensive, starke Gedanken in die falsche Richtung, angeblich. Depressiv, krank und glücklich zu sein, lohnt sich nicht. Fröhlich und ekstatisch sein, lohnt sich. Aber das zeigt eben nur, dass der pekuniäre, der utilitaristische Aspekt des Seins ein falscher Weg ist, denn alle großen Künstler und alle für die Menschheit weltbewegenden Erfindungen oder Kunstwerke oder Machwerke basierten sicherlich nicht auf Happiness oder Carpe Diem im amerikanischen Sinne, sondern eher auf den Umschwung nach langen Phasen der Depression oder zumindest einer akzentuierten Neurotizität.